sehr cooles Teil. Also ich finde die schön. Soll ich mir auch eine kaufen? Nee, ich kann mir keine kaufen. Also, ich habe die eben bestellt. So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir haben hier ein riesiges Paket. Ihr seht schon im Titel, um welche Pfeife es sich handelt. Ich habe mir eine neue Pfeife gekauft. Für sehr viel Geld eine limitierte INX Novitec, die auf 70 Stück limitiert war. Einige aus der Community waren auch erfolgreich. Schöne Grüße an den, wie ist der, Agronaut im Stream, der reingeschrieben hat. Sie ist jetzt da, weil ich habe nicht dran gedacht. Und dann dachte ich mir, versuche ich es mal. Und ich war schnell genug, habe es geschafft, mir dieses gute Stück zuzulegen. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht weiter lange rum und packen das gute Stück aus. Ich bin gespannt, welche Nummer ich habe. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Ich bin ja gut gespannt, wie sie sich rauchen lässt, glaube ich nicht, weil eine Iren sich eigentlich immer gut rauchen lässt. Wir packen mal aus, gemeinsam. Ich werde euch gleich noch umstellen, aber erstmal schauen wir hier, was wir im Sitzen machen können. Boah, hält das? Ja, auf Risky. Auf Risky, hier ist ein Koffer. Ein schöner, großer Koffer. Und ganz wichtig, Code Kassel. Schlauch muss auch dabei sein. So, ich würde sagen, ich stelle euch um und wir packen aus. Let's go. Erstmal hier der Koffer, sehr, sehr schön mit dem Novitec-Logo hier unten in so einem Carbon-Optik-Schriftzug. Sehr cool. Und dann machen wir das Ganze auf. Zack, dann kommt uns hier erstmal ein Iren-Koffer entgegen. Also Iren. Ihren Karton, meine ich natürlich. Den stellen wir mal hier hin. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter. Hier kommt uns ein schönes Papierchen entgegen. INX Novitec. Bei Novitec waren wir auch, by the way. Das Video kann ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Das ist hier ein schönes Bildchen von der Pfeife in einem Ferrari. Schön Forged Carbon hier auf der Beifahrerseite. Auch mal ein guter Beifahrer. Und der Maurice hat auch hier unterschrieben, beziehungsweise ist drauf. Maurice, sehr, sehr korrekter Mann, wirklich sehr, sehr nett und Novitec sehr feierbar. Hier kann man dann quasi die Pfeife transportieren, wenn man unterwegs ist. Dazu sind diese ganzen Aussparungen da, ist also sehr praktisch. Ich glaube, das hier ist für die Base. Rauchsäule, ja, auf jeden Fall kann man die hier drin transportieren. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Wir kommen zum ersten Part des Unboxings. Eine Bowl. Der Schlauch ist, by the way, auch mit drin. Eine Bowl in einem sehr, sehr schönen Schwarz hier oben. Matt schwarz, absolut nice. Jetzt wird es gleich schon spannend, weil ich gleich die Base auspacke. Und da ist die Nummer drauf. Und hier haben wir das Novitec Mundstück. Sieht sehr, sehr gut aus. So, sieht sehr, sehr gut aus. Schönes Teil in Carbon. Stellen den Koffer runter. So, wir machen es auf. Ich rate jetzt, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich rate Nummer 37 hier sind drin. Ich habe es irgendwie im Gefühl, 37 oder 31. Let's check it out. Ja, das ist erstmal hier oben der Teller. Attention, Kohle auf keinen Fall auf den Forged Carbon Teller machen. Das führt zu längerer Zeit, ja, Beschädigung. Das machen wir auf gar keinen Fall. Kohle nicht auf den Kohleteller ablegen, ganz, ganz wichtige Sache. Und hier haben wir einen kompletten Teller aus Carbon. Wirklich komplett aus Carbon. Der leichteste Kohleteller, den ich glaube ich jemals in der Hand hatte. Sehr, sehr wild, finde ich cool. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Teller aus diesem, ja, beschichteten Edelstahl. Cooles Teil, beziehungsweise zwei coole Teile. Und dann packen wir die zur Seite und packen mal weiter aus. Und da ist sie. Wir packen, ich gucke noch nicht, welche Nummer. Guckt auch noch nicht, ihr dürft noch nicht gucken. Wir haben hier erstmal das Tauchrohr und die Rauchsäule. Beziehungsweise, ja, die Rauchsäule und das Tauchrohr sind auch schon da. Dann hole ich mal die Anschlüsse hier raus. Egal, wir gucken erstmal, welche Nummer ich habe. Nummer 65. So sieht die Base im Close-Up aus, im Rot. Hier hinten haben wir das INX Novitec Logo. Und hier Edizione Rosso Nero. Sehr, sehr schön. Wir bauen mal zusammen. Erstmal machen wir das Tauchrohr dran. Ich
weiß noch gar nicht, wie das hier funktionieren soll. Deswegen seid ihr jetzt live mit dabei, wie wir das Ganze hier zusammenbauen. Ich denke mal, dann kommt das gute Stück drauf. Dann muss man das höchstwahrscheinlich abschrauben. Das ist mein Guess. Dann kommt wahrscheinlicherweise dieser Teller hier drauf. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht aus, als ob es funktionieren würde. Und ich glaube, ihr seht es hier gar nicht. Ich habe diesen Teller jetzt da drauf gemacht. Und das Teil wird jetzt hier drauf geschraubt. So, dieser Teil ist jetzt hier drauf geschraubt. So sieht das Ganze dann aus. Hier sieht man auch diese kleinen Löcher oben drin. Ja, sieht man. Und da wird jetzt der andere Teller drauf platziert. Das sieht dann so hier aus und den schraube ich jetzt noch fest. So, dann haben wir das auch festgeschraubt. So sieht das Ganze aus. Relativ klein, aber fein. Also natürlich die Innenwertsäule, die Größe. So sieht dann die fertige Novo Rosso aus. Wir haben die Edition INX Novitec fertig aufgebaut. So sieht das finale Produkt aus. Wenn ihr es bekommen habt und aufgebaut habt, schwarzes Tauchrohr, schwarze Base, Forged Carbon hier, Forged Carbon Teller, Edelstahl Teller, ansonsten natürlich alles made in Germany und eine sehr, sehr schöne Bowl. Ich würde sagen, ich reinige die Pfeife und wir sehen uns gleich bei einem Köpfchen wieder. Kurzer Zwischenkretscher, die Pfeife kostet 488 Euro. Mit dem Code Kassel könnt ihr mich bei ihnen supporten. Schöne Grüße gehen raus an Yannick, der das gerade im Video vergessen hat. Hat entspannt den ersten Zug genommen. Fällt euch da was auf? Da ist einfach kein Wasser drin. Chillig. So, da sind wir wieder. Das Wasser ist auch in der Pfeife drin. Und ich bin wieder zurück. Der Kopf läuft schon relativ heiß. Gebaut wurde natürlich der Super Graper. Dose nach einer Woche leer. Sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir nehmen mal einen Zug. Und ich werde euch ein wenig berichten, wie die INX Novitec Edizione Rosso Nero so ist. Erster Zug, beziehungsweise erster Zug auf Kamera. Also ich muss sagen, der Kopf, den ich gebaut habe, der ist anders stark gerade. Deswegen muss ich ihn erstmal kurz hier zum Laufen bringen. So, ich habe mal für euch den Rauch entfernt und ich würde sagen, wir kommen zur Pfeife. Ich habe hier, by the way, den Case-Untersetzer drunter, den es bereits bei uns im Shop gibt. Schöne Grüße an jeden, der schon geshoppt hat. Wir kommen zu der Edition, ich sage es jetzt nicht nochmal, zu der INX Novitec. Und ich muss sagen, generell eine sehr, sehr schöne Pfeife. Cooles Konzept. Ich finde das cool, dass vor allem hier ein Teller drauf ist, den man bei noch keiner Edition hatte. Keine Edition 4 mit irgendeinem Invert-Tool oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht kommt oder Ian sagt, wir lassen das nur bei der INX Novitec so, damit sie wirklich besonders bleibt. Finde ich auf jeden Fall cool. Die ersten Teller-Blow-Offs von Ian hier bei der INX Novitec und auch das Teller-Design. Ich habe euch den Teller gezeigt, der ist aus Vollcarbon. Das hier ist ein Carbon-Mundstück. Dann habt ihr hier den Carbon-Teller, habe ich gerade schon gesagt. Und die Carbon-Rauchsäule. Ich finde das mit den roten Elementen und diesem Schwarz-Matt sehr, sehr stimmig. Also sieht wirklich wunderschön aus. Und Verarbeitung, ich glaube, ich muss bei ihr nicht sagen, wie die Verarbeitung ist. Ist alles super. Jedes Gewinde läuft wie eine 10 von 10. Wir haben hier das lange Taucher dabei. Ich habe den Diffusor abgemacht. Ich habe ein bisschen mehr Wasser reingemacht. Ist jetzt aber nicht zu viel Wasser. Und die Bowl, finde ich, passt auch sehr, sehr gut. Ich finde es gut, dass es nicht eine komplett schwarze Bowl ist, sondern so leicht schwarz-grau angehaucht. Passt sehr, sehr gut. Theoretisch könnte man sogar rote Lebensmittelfarbe hier reinmachen. Dann würde das Ganze nochmal stimmiger aussehen. Und ja, ich würde sagen, ich nehme mal Zug und komme zur Pfeife. Ja, ich glaube, beim Durchzug brauche ich euch nicht viel erzählen. Er ist wirklich wie gewohnt bei einer Edition 4, der Lounge-Variante. Wenn ihr, ich rauche zum Beispiel Lounge-Variante öfter und dadurch habe ich einen sehr, sehr angenehmen, leichten Durchzug. Das heißt, man hat keinen schweren, kräftigen Durchzug. Es ist wirklich, ich sage mal, ein Power-Durchzug, der aber sehr, sehr angenehm ist. Ich kann es euch versuchen mal zu zeigen. Also wirklich das optimale Durchzugslevel für diese Pfeife, finde ich zumindest. Und das Blow-Off-System habe ich eben schon ein wenig ausgetestet.
Ihr kennt ja Teller Blow-Offs. Ich glaube, die erste Pfeife, die damals einen Teller Blow-Off hatte, war die Hawk. Da ging der Teller Blow-Off ultra schwer. Dann haben wir die Breeze 2, mittlerweile auch die Aladdin, die Ocean. Mittlerweile haben echt viele einen Teller Blow-Off und das ist quasi schon Standard geworden, was damals wirklich für Aufsehen gesorgt hat, dass es einen Teller Blow-Off gibt. Sehr viele Leute waren gehypt und ich finde es cool, dass Ian jetzt auch den Schritt gewagt hat und gesagt hat, ey, wir machen auch einen Teller Blow-Off bei dieser Sonderedition. Und der Teller Blow-Off ist vom Aufbau her auch anders als andere Blow-Offs zusammenzubauen, beziehungsweise ich finde eher, spiegelt sich anders wider, denn der Blow-Off hier ist wirklich sehr leicht. Also wenn ihr durchpustet, ich habe mich eben nicht erschrocken, aber gewundert, das ist wirklich der leichteste Teller Blow-Off, den ich jemals bei irgendeiner Pfeife hatte. Finde ich sehr, sehr cool. Ist wahrscheinlich dadurch entstanden, hat den Ursprung wahrscheinlich darin, dass die Durchmesser der Löcher, die für den Teller Blow-Off gewählt sind, relativ hoch sind. Dadurch ist der Teller Blow-Off einfach und man kann selber entscheiden, ob man den Teller Blow-Off langsamer haben möchte oder schneller möchte. Ich kann euch beide Varianten mal eben zeigen. So, das war jetzt die langsame Variante. Und wenn man jetzt wirklich mit Power auspusten will, dann sieht das Ganze so aus. Das Ganze geht relativ leicht und die Teller liegen auch sehr, sehr flach aufeinander. Das heißt, man hat hier keine Kante, die hochgeht, sondern der Blow-Off geht wirklich zur Seite, direkt weg und direkt runter. Also sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, habe ich noch was zu sagen? Wir haben ein langes Taucher dabei, nicht teilbar. Rauchsäule natürlich auch nicht teilbar. Und das Carbon-Mundstück auch nicht teilbar aus Carbon. Den Diffuser haben wir auch dabei, den habe ich aber nicht genutzt. Ich würde sagen, der Koffer ist natürlich auch dabei, der sehr, sehr schön ist fürs Transportieren, vor allem wenn man irgendwie unterwegs ist oder so. Cooles Accessory und finde ich immer cool, wenn sowas bei einer Sonderedition auch dabei ist, damit sie noch ein bisschen besonderer ist, vor allem für die Sammler. Herzlichen Glückwunsch an jeden, der einen bekommen hat. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video ein wenig näher bringen, wie die Ian X Novitec aussieht, wie sie ist und wie sie sich rauchen lässt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Schöne Grüße gehen raus an Novitec und Ian. Sehr gelungenes Teil und ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video zur Ian X Novitec. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt noch einen kleinen Porn in den Abspann. Viel Spaß damit.